Da ist ein Pichu. Komm, bleibst du drinne. Nein! Ha! Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yeah! Mitgliedsrang Nummer 2! Und damit herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Und in der letzten Folge haben wir Folgendes geschafft. Wir sind jetzt Mitgliedsrang, Stufe. Oh Gott, was sind wir jetzt? Ah, warte, hier kann ich das gucken, ne? Wir sind jetzt ein 2-Sterne-Mitglied. Yay! Und wenn euch das gefällt, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle anderen Folgen von Pokémon Legenden Arceus auf diesem Kanal sehen werdet und auch alle anderen Spiele, die wir hier so spielen. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Genau, wir haben in der letzten Folge den Auftrag bekommen, dass wilde Axanthor wieder zu besänftigen, und wir werden mal gucken, ob wir das in dieser Folge vielleicht sogar schon schaffen. Mal gucken. Wollen wir doch erstmal in die Nähe gehen. Was ich mir auch gedacht hatte, wir wollen unseren Charakter hier, unseren Sinnoh oder Hisui Butch mal richtig einkleiden. Und das möchte ich aber nicht alleine machen, sondern schreibt gerne bei uns auf dem Discord, schreibt hier gerne in die Kommentare, wie der Butch denn aussehen soll. Und wenn euch da was Lustiges einfällt, dann machen wir das auch in den kommenden Folgen. Dann werde ich das auch gerne übernehmen. So, ich wollte nochmal kurz auf die Karte gucken. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier, Minus drückt, genau. So, kann man hier noch mehr ranzoomen? Warte. So kann ich noch ranzoomen. Hier sind jetzt keine Nebenquests mehr. Nee, das nicht. Missionsliste gucken wir mal. Nebenmission, ein großes Bamelin, genau. Da sollten wir vielleicht noch eins suchen. Ein Zähpilz sollten wir vielleicht finden. Klang der Wiesen. Was ist das hier? Zierpurz. Okay, blüht es nicht. Kinoso-Eintrag und genau, den vollständigen Eintrag. Und noch eine Pokémon Kokeshi herstellen. Wir haben noch kein Holz gefunden, ne? Deswegen können wir das leider nicht. Was ist das hier? Erinnerungsfoto, das ist cool. Aber das beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Graslandschaft, in die Anhöhenbasis. Und werden uns dann auch schon mal in die Richtung von Axanthor bewegen. So, was ist in der Richtung? Was ist da? Da müssen wir hin. Alles klar. Dann, ja, gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Und los. Warte, ich will noch kurz gucken, ob ich genügend Platz habe im Inventar. Im Inventar. Ja, es ist okay. Können Pokémon sich entwickeln? Ich sollte das erst gucken, bevor ich hier weitergehe. Iglava, Bidifas, Staravia. Okay, das sieht erstmal alles gut aus. Dann also jetzt ab in die Richtung. Ah, und da gab es eine ganz kurze Unterbrechung, aber jetzt geht es schon weiter. Guck mal hier. Gucke. Ups. Ach Mist, das sind ja die Aprikokos ausgewählt. An den Kopf. Immer schön an den Kopf. So. Aber guck mal, da hinten ist ein schöner Wasserfall. Das ist ja auch cool. So, wir werden jetzt mal gucken, wie wir hier am besten runter kommen und wie wir jetzt hier weiterkommen. Weil da hinten müssen wir hin. Wir müssen wahrscheinlich da unten lang. Soll ja eigentlich kein Problem sein. Wir rennen. Wir sollten auch die... Warte mal, wenn ich hier schon bin. Ich sollte tatsächlich irgendwie versuchen, diese Kämpfe hier, diese Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu bekommen, auch tatsächlich nutzen. Sonst sind wir später wahrscheinlich zu schwach. Und soweit kann ich es gar nicht erst kommen lassen. Habe ich es gar nicht erst kommen lassen. Warte mal, und was ich auch... Oh, das fette Parasect ist da unten. Ich hab's gehört, oder? Ist es wirklich immer noch da unten? Ja, da ist es. Sind wir jetzt stark genug?
Wahrscheinlich immer noch nicht. Obwohl mit Igelava jetzt... Der ist ja was stärker. Ich trau mich nicht. Warte mal, was ist das da? Kann man auf den Berg hoch? Egal. Wir rennen weiter. Ich sollte mich nicht so viel ablenken lassen. Ich lasse mich immer so leicht ablenken die ganze Zeit. Wasserdüse. Hat überlebt. Warte mal. Es war super, wenn es überlebt hat. Weil dann fange ich mir das Ding einfach noch. Und drinne. Gar kein Problem, weiter geht's. Da unten ist noch ein Kleinstein. Das wird auch noch mitgenommen. Den Schwarzglanzstein da hinten nehmen wir auch noch mit. Na, erstmal wieder hier ins Spiel auch richtig reinkommen. Erstmal das ganze Looten wieder lernen. Falscher Knopf. So, Bammelin ist auch schon Stufe 16. Hier, Zierpurze, das ist gut. Weil... Die muss ich ja auch noch fangen. Da will ich doch immer noch den Pokédex voll bekommen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, ein Pikachu! Okay. Wie kriege ich dieses Pikachu? Also ohne Mist. Ich könnte... Warte mal, ich habe doch... Warum wäre Löchere Capricokulieren bei Amrena-Bären? Ah, was mag ein Pikachu? Okay. Guck mal, das gibt auch... Es gibt auch Bonus, das ist ja cool. Ich will dieses Pikachu. Ich muss dieses Pikachu haben. Magst du das? Magst du das? Yes! Nee. Wir sind hier noch nicht fertig. Warum willst du das Pikachu nicht aus? Warum? Jetzt lass doch mal dieses dämliche Zierpurze. Ich will das Pikachu. Warum? Was soll denn das? Geh doch mal mit dem... Oh, das macht das Spiel jetzt mit Absicht, oder? Komm, bleib drinne. Komm schon, Pikachu. Nein! Schmeiße ich ihm halt in die Gelaber an den Kopf. Ah, jetzt muss ich mich anstrengen. Pass mal auf. Wir versuchen gleich mal einen Pokéball zu werfen. Obwohl ich Angst habe, dass es dann gleich flüchten möchte. Egal. Völlig egal. Okay. Ich hoffe einfach nur, es will nicht abhauen. Donnerschock, gar kein Problem. Wir dürfen jetzt natürlich nicht zu stark machen. Ne? Einen kleinen Ruckzuck-Hieb. Und es ist tot! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Butch, du hast es wieder voll vermasselt. Oh Mann, ey. Och Mann, ey. Die dämlichen Zierpurze hier die ganze Zeit. So, pass auf. Das habt ihr jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Komm her. Du Vieh, ey, komm her. Hier. Bitteschön. Ich rotte die jetzt alle aus. Wir werden in diesem Spiel keine Zierpurze mehr fangen.
Wir werden alle Zierpurze in diesem Spiel jetzt, in dem ganzen Let's Play, alle Zierpurze, die uns entgegenkommen, werden wir vernichten. Wir werden diese Pokémon ausrotten. So, nur damit ihr Bescheid wisst. Das verzeih ich denen nie. Wirklich. Und diese Zubat-Zier, warte mal. Die mache ich auch kaputt. Weil die haben es eh nicht anders verdient. Hier, Donnerzahn. Oh, ich bin jetzt richtig sauer, ne? Ich bin jetzt richtig, richtig sauer. Das hat so schön gefressen, das Pikachu. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das zu fangen. So. Das ist jetzt irgendwie da runter, ne? Mann, das hat mir jetzt richtig die Laune verdorben. Muss ich jetzt echt mal sagen. So, hier nochmal Donnerzahn. Und dann geht das nämlich auch schon weiter. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Sonst ein Pudox müssten wir vielleicht auch mal noch trainieren. Ich glaube, Pudox wäre ganz schön... Ach, guck mal, wer hier noch wackelt. Noch ein Kleinstein drin, das dachte ich mir schon. Ja, Wasserdüse. Warum kann man eigentlich keine zwei Pokémon hier einsetzen in diesem Spiel? Warum ist man immer an ein Pokémon, auf ein Pokémon hier limitiert? Oh, das Zubat ist schon Level 16. Warte mal. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ach, egal. Sonst hätte ich mir das gerne gefangen, denn wäre da nämlich auch bald schon ein Golbat ausgeworden. Sag mal nicht Golbat oder Golbat? Weiß ich gar nicht. Das hier nehmen wir noch mit. Ah, noch mehr Zubat. Die sind aber auch was hartnäckig. Vor allem immer gleich so viele. Ja, du auch noch. Okay. Ausnahmsweise. So. Gleich weiter. Wow. Alpha Bidifas. Okay. Aber wir haben Luxio. Das ist überhaupt kein Problem. Hier, los geht's. Das könnten wir eigentlich... Ja, Level... Das könnten wir schaffen, oder? Ein Volltreffer. Warte mal, das heißt, das passiert nicht immer. So, 60 KP reicht das? Nein, wir machen das. Machen einen Supertrank. Es müsste eigentlich machbar sein. Er ist ja trotzdem so stark. Okay, Donnerzahn. Zieht nicht so viel ab, wie ich mir erhofft hatte. Mist. Tut mir leid, Luxio. Wir machen aber trotzdem noch weiter. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir könnten natürlich Bamelin nehmen, weil es schon ein... Oder das Bidifas selber? Ja, okay. Wir versuchen es mit dem anderen Bidifas. Und zwar eine Tackle-Attacke. Yes, genau das wollte ich haben. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. So, Items, Pokéball und jetzt. Komm schon. Komm schon. Nein. Ah, hartnäckig. Hartnäckig. Eventuell brauchen wir einfach auch einen stärkeren. Oh, Mist. Diese Steuerung. Ach, Mann. Ich verkack die Steuerung immer.
Ich bin damit noch nicht ganz okay mit dieser Steuerung während des Kampfes. Weil ich wähle mir das Pokémon aus und denke dann, okay, dann muss ich natürlich mit A das Pokémon auswählen. Und nein, ich muss dann, was ist das? ZR muss ich drücken. Ach. Gut, egal. Irgendwann werden wir das schon lernen. So. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Richtung weiter. Jetzt sind wir hier im Innenwald. Da sehen wir ein Panikon. Bittlauch. Da hinten sehen wir noch andere Pokémon. Hallo. Komm mal her. Ah. Haspiro möchte nicht. Ha. Voll den Pokéball verschwendet. Ach man. Da sind noch mehr Zubat. Sonst noch irgendetwas hier? Was ist denn da los? Na? Auch noch? Yes! Schon mal ein Haspiro gefangen. Sehr gut. Und gleich noch Nummer 2. Dann nehmen wir hier die Bärchen noch mit. Oder die Bären, meine ich. Da ist noch ein Haspiro. Das kommt auch einfach noch mit. So nämlich. So, und dann hier müssen wir jetzt nämlich hin. Hier sollte dann Axanthors Wächter. Genau, der Wächter von Axanthor. Ich bin Popin, Mitglied des Perl-Clans und Wächter von Axanthor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das. Ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Ach komm schon. Ja, oh, du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Ha, zeig, was ihr könnt. Und dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Viscora! Komm schon. Oh, das ist... Naja. Hier, Flammenrad. Einmal. Gleich noch ein zweites Mal. Wow. Hä? Aber hä? Mann, ey. Nicht cool. Warte mal, ich will, bevor dieser Kampf zu Ende geht, ich möchte gerne, dass mein Igelava schon noch die Erfahrungspunkte hier bekommt. Deswegen Beleber absolut notwendig und bis ist immer gut. Da, sage ich doch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kampfende. Siehst du, hat sich gelohnt. Gleich noch ein Level mitgenommen. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Er würde dich im Nullkomma nicht zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Aber momentan komme nicht einmal ich als sein treuer Wächter nah genug an Axanthor heran, um sie ihm zu geben. Ein Außenseiter wie du hätte erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährte den Vorfahren von Axanthor, Damitir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützten sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla?
Axanthor ist also noch stärker geworden, dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamant-Clan verehrt? Für den Perl-Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition kommen. Hey, Fremder aus dem Himmel. Bist du dir sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Ja, sicher wäre zu viel gesagt. Na ja, kriegen wir hin, na klar. Na schön, Pupin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Können wir mal nicht übertreiben? Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Ach ja, Schnellreise. Mithilfe meines Arceus-Phones. Jetzt haben wir wieder so einen Moment, wo es eigentlich total unnötig war, dass mir das Arceus-Phone das sagt, dass ich auf der Karte irgendwas machen kann. Das müsste einfach so als Funktion einfach so implementiert werden. Okay, egal. Wir müssen jetzt, wohin müssen wir jetzt? Ich guck mal schnell. Hierhin müssen wir. Okay. Dann gehen wir mal schnell zur Geländebasis. Hallo. Würde noch schnell gerne ich mal ganz kurz ausruhen. Damit meine Pokémons auch wieder fit sind. Was sagt man eigentlich? Pokémon? Oder wie misst die Pokémon? Oder die Mehrzahl Pokémons? Das habe ich mich immer gefragt. Egal. So, was will der denn jetzt? Butch, hello! Wie laufen deine Untersuchungen zu Axanthor? Alles im grünen Bereich? Naja, noch. So, so. Seine Lieblingsspeisen würde es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Leistest du mir Gesellschaft, Butch? Wir haben gar nicht so viele Pokémon gefangen. Und gar nicht so viel Geld bekommen. Aber Zierpurzel ist jetzt fertig. Das ist gut. Naja, viele Erfahrungspunkte haben wir ja auch nicht bekommen. Wir sind jetzt aber auch ein bisschen durchgerusht, ne? Naja. Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perla und Taupin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann. Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Der Typ sieht manchmal echt gruselig aus. Oh, that's it! Das ist es! Wir werfen sie einfach. Oder genauer gesagt, du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Axanthor seine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Klingt schlüssig. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Lavendkugel nicht ein besserer Name? Oh, aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Perl-Clan für uns, richtig? Yep. Du solltest jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Perl-Clan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Butch. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Okay, was immer ihr wollt.
So, da kriegen wir jetzt leider noch keinen neuen Mitgliedsrang. Schade. So, hier draußen noch irgendwas. Wir könnten ja vielleicht sogar nochmal schlafen gehen. Das können wir auch noch machen. Ich würde jetzt schon gern noch... Guck mal, da steht noch jemand. Was will die denn? Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu eurer Anhöhenbasis gehen oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Okay. Wer ist da denn? Ich habe damit hier erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämpfst, das in Rage geratene Axanto zu besänftigen, Butch. Und das als jemand, der weder dem Perlclan noch dem Diamantclan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raum Zeitgefüge zu uns verirrt hat. Bloß? Das klingt ein bisschen, als wäre das überhaupt nichts. Naja. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Damitia hat dich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jona, wärst du so gut? Spitz die Ohren, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du Damitir herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Oh, cool. Den Überlieferungen nach waren diese Flöte ein... diese Flöten, ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese hier dir. Okay, was ist aber, wenn es mehrere Flöten gibt und mehrere Leute gleichzeitig damit hier rufen wollen, was passiert dann? Und warum sieht diese Flöte einfach nur aus wie so ein Heizungsrohr? Das hätte man doch echt ein bisschen schöner machen können. Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit einer Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Hey, perfekt. Naturtalent. Damitir hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Hirntafel von Damitir. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Psycho inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Psycho. Okay. Dank der Elysienflöte wird dich Damitir geschwind durchs Land tragen. Also worauf wartest du? Du willst doch schließlich Axanto beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Auf Damitirs Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Da sagt man Danke und nickt nicht einfach nur. Keine Erziehung, der Junge. Der Plusknopf, okay. So, apropos Plusknopf, wenn ihr einfach mal abonnieren drückt, dann haben wir plus ein Abonnent mehr. Wäre das nicht super? Leute, vielen Dank schon mal, dass ihr hier dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Nächsten Freitag kommt die nächste Folge. Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Und ich sag bis dann. Tschüss, Heng.